Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir befinden uns hier in einer Höhle im trostlosen Marschland. Und zwar auf dem sogenannten Marschgrat. Und was ich jetzt mache, sammle mein Zeug zusammen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Okay, das esse ich gleich. Da haben wir noch eins. Und noch eins. Denn ich will es nicht mit mir herumtragen. Und das gilt auch für ein paar andere Dinge. Ich bin nämlich überladen. Das ist klar, das nehme ich alles mit. Das kann weg, denn Zunder brauche ich nicht. Das alles ablegen. Die Sprayflasche hat ein halbes Kilo. Lege ich auch ab. Gut. Ah, da ist das Kletterseil. Okay. Nehmen wir das. Können wir uns das Höhlending sparen. Wobei mir natürlich klar ist, dass wir auch in der Höhle noch nicht alles gesehen haben. So, also dieses Gebiet ist wirklich gefährlich und ich muss aufpassen, dass ich nicht all meine... Wie tief ist das? Oh, 29, das kann... Kann das schief gehen? Sieht nicht so super tief aus. Okay, dann lege ich die alles ab. Okay. Ja, war wahrscheinlich nicht nötig. Okay, Wolf voraus. Absolut elementar. Brennholz sammeln.
Ich hoffe, dass in diesem Jagdstand was Schönes auf mich wartet. Jede Menge Rohrkolben zumindest. Ich würde mir das zu gerne alles angucken, aber wir frieren langsam ein. Und die heulenden Wölfe sind auch nicht so einladend. Du bist der nächste Wolf. Nicht schön. Das ist wirklich riskant, dass hier ein Wolf über die Kante kommt. Kann nur hoffen, dass man den vorher dann sieht. Ahornsirup ist ja unglaublich nahrhaft. So.
So, ich lege, glaube ich, mal einen kleinen Sprint ein. Damit ich mich im Waggon zumindest mal aufwärmen kann. Ich hoffe, das klappt mit dem Schlafsack. Wir verlieren jetzt zu viel. Ich lasse die jetzt auch hier stehen. Auf 50%. Schnell hinein. Also man könnte ein Feuer machen, aber so geizig wie ich immer mit meinen also nix. So, hier muss man definitiv aufpassen. Bär in der Nähe. Und der versteht womöglich keinen Spaß. Oh, da ist er. Oh, shit, 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 shit. Ich hoffe, er ignoriert mich. Wenn ich ihn ignoriere. Tun wir so, als hätten wir uns nicht gesehen. Ich habe ihn gehört. Wow, das war super knapp. Grusel. So. Gut, dann rein in die Höhle. Hier geht's uns gut. Ich überlege, wie am besten. Ich weiß auch nicht, ob so ein Bär hier reinkommt. Schlafen und zwar fangen wir mal. Obwohl. Wir könnten ja noch was machen. Genau. War das mal? Wir sind nämlich noch nicht müde genug.
So. Und ich sag mal, zwei Stunden warten. Okay. Das ist jetzt wieder so ein bisschen kribbelig. Ich bin nicht 100% überzeugt, dass wir hier drin nicht erfrieren können, aber... Nochmal kurz gucken. Ich glaub's eigentlich schon. So. Wo ist denn dieses Ahornzeug? Ist kaputt, sagt er mir. Aber er weiß ja nicht, dass ich alles essen kann. So, 9 Stunden. Here we go. Sehr gut. Gut, gut. Have a drink. So. Also, dieser Schlafsack ist fantastisch. Man kann es nicht anders sagen. Ist wirklich wunderbar. So, 140 Tage. I'm not sure I can carry much more. Was mich immer noch überrascht, dass wir hier keine Birken gefunden haben. Könnte sein, dass die auf der anderen Seite stehen. Oh, ich gehe nochmal rein und wärme mich auf. Sollte ich... überladen. Naja, Zedernholz. Okay, aber das kann man auf jeden Fall schon mal ablegen. Also wir haben hier einiges an Ressourcen. Oh. Wolf. Schon rausgeschleppt. Man sieht's auch, ich kann ja kaum noch mehr tragen.
Ich mal hier lang schlängeln. Keine Köder, okay. Was mich wirklich wundert, dass wir keine Birken gefunden haben. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich werde mal ganz hier am Rand lang gehen. In der Hoffnung, dem Wolf auszuweichen. Er ist ziemlich dicht dran. Also bei diesem Nebel muss man irre aufpassen. Gut, dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.